Der Umstand gibt es vielleicht am Ende nur einen einzigen Kandidaten, nämlich Sepp Blatter, weil die anderen diese fünf Schreiben nicht zusammenbekommen. Der ist seit gestern klar vom Tisch und das finde ich gut so. Ich persönlich kann über ihn nur Gutes erzählen. Er ist eine absolut integre Persönlichkeit mit einer hohen Glaubwürdigkeit. Habe kurioserweise schon seinen Vater gekannt, weil er in den 70er Jahren Präsident von Ajax Amsterdam war. Er sieht seine Aufgabe darin, vor allen Dingen das Image wieder positiver zu gestalten und die Glaubwürdigkeit herzustellen. Vor allem wünsche ich mir, dass es keinen schmutzigen Wahlkampf geben wird. Das hatten wir nämlich auch schon mal 2002, wenn man sich erinnert, als damals Sepp Blatter in Seoul vor der Weltmeisterschaft in Korea-Japan gegen Hayatou, den Afrikaner, angetreten ist. Damals wurde Hayatou von den Europäern unterstützt. Das war ziemlich übel, diese Auseinandersetzungen. Nicht alles, was in der FIFA falsch läuft, ist an Sepp Blatter festzumachen. Nur ist es so, dass es dann meist am Chef ausgemacht wird und hängen bleibt. Aber auch da würde ich mir eine differenziertere Betrachtung wünschen. Also was zuletzt die Ethikkommission beispielsweise angestellt hat oder als Ergebnis gebracht hat, ist nicht die Schuld von Sepp Blatter.